Mit der ersten Märzsonne bringen die orangefarbenen Autos des städtischen Betriebsamtes ganz besonderen Schmuck. Mehr als 100.000 Frühlingsblumen sorgen nun wieder für Farbe in der Innenstadt. Welche Blumen in diesem Jahr gepflanzt wurden, berichtet Helmut Lange, der als Abteilungsleiter für die Grünflächen der Stadt zuständig ist. Bei der Frühjahrsbepflanzung haben wir dieses Jahr bedecktere Farben, also mehr Stiefmütterchen, die also dunkle Farbtöne, die dann durch Löwenmäulchen aufgehellt werden. Und bei den Zwiebelpflanzungen ist es beim Klassischen geblieben, bei Tulpen und Narzissen. Doch bevor die Pflanzen die städtischen Beete und Parks verschönern, werden sie von Werner Schuchmann und seinen Mitarbeitern in der Stadtgärtnerei mehrere Monate gehegt und gepflegt. Die Arbeit fange ich schon im Herbst an. Am Oktober kriegen wir die Jungpflanze, die sind ganz klein, und dann tun wir die Eitopfe und tun sie dann frostfrei überwintern und hoffe, dass kein Pilz nachkommt und dass das alles schön gedeiht und wächst. Wenn die Pflänzchen den Winter überstanden haben und kein längerer Frost mehr zu erwarten ist, dürfen die Frühjahrsblumen in die Stadt. Wo die Heilbronnerinnen und Heilbronner die Blumen bewundern können, weiß Helmut Lange. In erster Linie jetzt im Frühjahr die Flächen in der Innenstadt, Kaiserstraße, Allee, dann das mobile Grün, was wir in erster Linie dann auch wieder in der Kaiserstraße und in der Allee haben, mit verschiedenen Kübelbepflanzungen, ca. 160 Kübel, die jetzt im Frühjahr aufgestellt werden. Und im Sommer ist die Stückzahl dann noch wesentlich höher. Welche Blume wo gesetzt wird, hat das Grünflächenamt genau geplant. Etwa eine Woche dauert es, bis alle Stiefmütterchen, Tulpen und Narzissen in der Innenstadt gepflanzt sind. Schnelligkeit ist gefragt, denn schon bald füllen sich die Gewächshäuser der Stadtgärtnerei mit den Blumen für die Sommerbepflanzung. Viele Bürgerinnen und Bürger freuen sich, dass die Heilbronner Innenstadt von März bis Oktober in bunten Farben erblüht. Manche von ihnen rufen auch in der Stadtgärtnerei an, bedanken sich und erkundigen sich nach Blumensorten, die ihnen besonders gefallen. Schuchmann ist gespannt, welche Sorte in diesem Jahr gut ankommt. Ihm selbst fällt es nicht leicht, sich für einen Favoriten zu entscheiden. Das ist eine schwierige Frage. An und für sich ist alles schön, blüht. Die Stiefmütter sind sehr schön. Was an und für sich mir auch ins Herz gewachsen ist, das sind die Erysimum. Die riechen nämlich wunderbar. Und wenn dann im Frühjahr die Sonne scheint, dann kommen die Bienen da rein, dann summt alles. Bleibt das Wetter weiterhin so schön, summt bald schon die ganze Innenstadt.